Weit drunten im südlichen Schweden, im Dorfe Westvemmenhög, war der Frühling schon im vollen Gange. Die Bäume standen im ersten Grün und überall sprossen frische Knospen hervor. Alle Gräben standen voll Wasser, der Huflattich blühte am Grabenrande und das Gesträuch, das auf der kleinen Steinmauer wuchs, war braun und glänzend geworden. Holger Nilsson und seine Frau waren arme Bauern, ihr Hof nicht größer als ein Garten. Als sie hierher gezogen waren, hatten sie nicht mehr als ein Schwein und ein paar Hühner füttern können. Aber sie waren außerordentlich strebsam und tüchtig. Und jetzt hatten sie auch Kühe und Gänse. Es war an einem Sonntagmorgen. Die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Nils! Nils Holgersson! Mutter, weißt du, wo sich der Junge wieder rumtreibt? Wenn wir uns jetzt nicht fertig machen, kommen wir zu spät in die Kirche. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe selbst schon überall nach ihm gesucht. Er sollte die Gänse füttern. Nils! Nils! Junge! Nils! Ja! Juchhe! Jura! Ja! Juche! Aus dem Weg! Lauf! Schnell, da kommt Nils! Kirche. Es ist Sonntag. Ja, und morgen ist Montag und übermorgen ist Dienstag. Wie boshaft Nils doch ist. Ach, mach dir nichts draus, Ase. Du weißt doch, wie Nils ist. Den kann niemand ändern. Hast du den Jungen gefunden? Ich habe ihm heute Morgen nach dem Frühstück gesagt, dass ich diesmal nicht bereit bin, ihm wieder nachzugeben. Er geht heute mit uns in die Kirche. Ja. Oh, du hast ja gar nichts zu essen. Du hast bestimmt Hunger, du kleiner Krümel. Komm her, ich gebe dir etwas. Das ist Nils Aufgabe. Ja, ich weiß. Aber deswegen kann ich den armen kleinen Kerl doch nicht verhungern lassen. Es ist immerhin ein Lebewesen. Wir haben Nils den Hamster geschenkt, damit er endlich lernt, Verantwortung zu tragen. Er ist für das Tier verantwortlich, also soll er ihn auch füttern und sich um ihn kümmern. Ich weiß, aber das arme Tier tut mir leid. Wenn wir uns auf Nils verlassen würden, wäre es schon längst verhungert. Juhu! Dir werde ich's zeigen, Golilia.
Au! Martin! Komm da raus! Ich werde dich schon erwischen, Martin! Jetzt! Bleib stehen! Jetzt hab ich... Aua! So. Martin! So. Martin! Nein, halt, bleib stehen! Bleibst du hier? Vater! Komm her, Nils. Wo warst du, Junge? Wir haben dich überall gesucht. Vater, lass mich los! Er hat mal wieder den Gänserich Martin über den Hof gejagt. Nils, tu mir bitte den Gefallen und geh sofort ins Haus. Wieso denn, Mutter? Ich verstehe gar nicht, warum. Was habt ihr denn, Vater? Das fragst du noch? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst die Tiere nicht quälen? Was habe ich denn Schlimmes getan? Ich habe doch nur mit Martin gespielt, Vater. Ich habe doch nur... Es reicht, Nils. Lass mich los, Vater. Lass mich los. Bitte, Nils. Bitte, Vater. Lass mich endlich los. Wenn wir uns jetzt nicht gleich auf den Weg machen, dann kommen wir zu spät. Die Glocken läuten schon. Ich habe wirklich nichts getan. Ich habe ganz bestimmt nichts getan. Ich habe doch nur gespielt. Spielen nennst du das? Geh mit deiner Mutter ins Haus. Ich rede später mit dir. Ich will aber nicht. Ich bitte dich, Nils. Komm jetzt. Nils, was hast du vor, Junge? Nils! Lass mich los, Mutter. Ich gehe nicht in die Kirche. Du bleibst hier. Ich will nicht mit euch in die Kirche. Ich will nicht. Ich will nicht. Ach, Nils. Wenn wir jetzt nicht losfahren, dann ist es zu spät. Warum hat er sich nicht umgezogen? Weil er... Er will nicht mit uns mitgehen. Du willst also wieder nicht mit Mutter und mit mir in die Kirche? Mhm, Vater. Na gut, Nils. Aber dann musst du mir eins versprechen. Sei brav und lies hier die Predigt des Tages. Ja. Aber gib wohl Acht, dass du ordentlich liest. Wenn ich zurückkomme, werde ich dich über jede Seite ganz genau ausfragen. Hol die Postille, Mutter. Ja. Die Predigt hat 14 und eine halbe Seite. Was? Wenn du fertig werden willst, musst du dich gleich dran machen. Und vergiss nicht, ich werde dich nachher über jede Einzelheit ausfragen. Ja, Vater. Nils, tu, was Vater sagt. Und gib Acht, dass du ordentlich liest. Ja, Mutter. Jetzt seid ihr wohl froh, dass ihr es so gut eingerichtet habt, dass ich über der Predigt sitzen muss. Schäm dich, Nils. Das war sehr hässlich von dir. Ja, Mutter. Auf Wiedersehen, Nils. Und mach mir keinen Kummer. Und draußen ist der Frühling schon im Gange. Jetzt reden Sie bestimmt wieder darüber, dass ich ein Taugenichts bin. Endlich kann ich Vaters Flinte nehmen und mit ihr spielen, ohne dass es mir jemand verbietet. Nils! Vater! Ja, ich... Oh. Aua! Du tust mir weh!
Da bleibst du sitzen und rührst dich nicht von der Stelle, bis wir zurückkommen. Es ist mein voller Ernst, dass ich dich nachher abfrage, Nils. Ja. Und nimm endlich deine Mütze ab, Nein. Junge. Nein, es wird Zeit. Wenn wir jetzt nicht losfahren, kommen wir zu spät. Ich bin gleich soweit, ich komme. Hast du mich verstanden, Nils? Mhm. Und eine halbe Seite. Warum gibt es keine kurzen Predigten? Oh, ich bin so müde. Du bist ein Dummkopfkrümel. Gib her, ich helfe dir. Warum ist unser Nils nur so wild und böse? Ja, er ist träge und faul und in der Schule will er auch nichts lernen. Er ist ein solcher Taugenichts, dass man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen kann. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Er gehorcht mir einfach nicht. Ach, wenn Gott ihm doch die Bosheit austreiben und ein anderes Herz geben würde. Er wird eines Tages noch sich selbst und uns ins Unglück bringen. Er war früher so ein liebes Kind. Besser als gar nichts. Komm raus, Krümel, komm! Und eine halbe Seite. Sehr lang. Nein, ich will nicht schlafen. Sonst werde ich den ganzen Vormittag nicht mit der Predigt fertig. Vater will mich über jede Seite ausfragen. Und wenn ich nicht weiß, was drin steht, dann geht es mir schlecht. Ein Geräusch.
Ein Wichtelmännchen. Jetzt habe ich dich! Lass mich los! Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Nein! Ich bitte dich, Junge, gib mir die Freiheit zurück! Warum? Ich wollte schon immer mal ein Wichtelmännchen sehen. Na schön, jetzt hast du eins gesehen, also lass mich frei. Ich dürfte wohl wirklich einer besseren Behandlung wert sein. Seit vielen Jahren habe ich deinen Eltern nur Gutes getan. Was? Tust du mir Gutes? Ich gebe dir eine Goldmünze. Groß und rund wie eine Taschenuhr. Danke. Steck sie ein und lass mich endlich frei. Nimm. Ja, danke. So hat sich wohl noch niemand einem kleinen Wichtelmännchen gegenüber benommen. Das ist zu wenig. Was willst du denn jetzt noch von mir, du schlimmer Junge? Zaubere mir die Predigt in den Kopf. Ich denke nicht daran, die musst du selbst lesen. Ich will sie aber nicht lesen. Sie hat 14 und eine halbe Seite. Ich gebe dir eine silberne Kette. Nein, zaubere mir die Predigt in den Kopf. Ich wäre an deiner Stelle etwas vorsichtiger. Warum? Warum? Bildest du dir etwa ein, dass ich es nötig habe, deine Fragen zu beantworten? Lass mich frei und ich gebe dir einen alten Silbertaler. Das war mein letztes Angebot. Ich will lieber die Predigt im Kopf haben. Zuerst möchte ich frei sein. Gut. Au. Und die Predigt? Zeig mir deine Hand, Nils. Da hast du meine Hand. Leg die Predigt hinein, sonst packt sie dich. Nein! Ich hatte dich gewarnt. Wichtelmännchen muss die Stube verhext haben. Das glaubt mir keiner. Vater und Mutter werden sagen, das war nur ein Traum. Aua! Es ist besser, ich lese gleich die Predigt. Sie werden sonst... Wichtelmännchen alles verhext? Den Tisch und den Stuhl?
bin ich. Es hat mich verzaubert. Wichtelmännchen! Wichtelmännchen, wo bist du? Ich muss es finden. Wichtelmännchen! Da hast du ja was Feines angerichtet, Nils Holgersson. Du solltest dich was schämen. Das Wichtelmännchen ist verschwunden. Dieser Jammer soll offenbar lange dauern. Ja, ein Däumeling. Er hat mich am Kamm gezogen. Seht den Däumeling. Wo? Wer hat das getan? Das Wichtelmännchen. Endlich habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Der Gänsehirte Nils. Das geschieht dir ganz recht. Ich bin schon ganz klar. Das geschieht dir recht. Nils Holgersson. Jawohl. Der Junge wollte nicht glauben, dass er in ein Wichtelmännchen verwandelt worden war. Es ist gewiss nur ein Traum, dachte er. Wenn ich ein paar Augenblicke warte, werde ich schon wieder ein Mensch sein. Aber was immer er auch dachte, er blieb so klein wie vorher. Sein blondes Flachshaar, die Sommersprossen auf der Nase, alles blieb wie es war, nur sehr viel kleiner. Der Junge begriff, dass etwas Seltsames mit ihm vorgegangen war. Nur, dass dies alles der Anfang für eine große Freundschaft und eine wundersame Reise mit den Wildgänsen sein sollte, das konnte er noch nicht wissen. Kirche. Es ist Sonntag. Ja, und morgen ist Montag und übermorgen ist Dienstag. Wie boshaft Nils doch ist. Ach, mach dir nichts draus, Ase. Du weißt doch, wie Nils ist. Den kann niemand ändern. Hast du den Jungen gefunden? Ich habe ihm heute Morgen nach dem Frühstück gesagt, dass ich diesmal nicht bereit bin, ihm wieder nachzugeben. Er geht heute mit uns in die Kirche. Ja. Oh, du hast ja gar nichts zu essen. Du hast bestimmt Hunger, du kleiner Krümel. Komm her, ich gebe dir etwas. Das ist Nils Aufgabe. Ja, ich weiß. Aber deswegen kann ich den armen kleinen Kerl doch nicht verhungern lassen. Es ist immerhin ein Lebewesen. Wir haben Nils den Hamster geschenkt, damit er endlich lernt, Verantwortung zu tragen. Er ist für das Tier verantwortlich, also soll er ihn auch füttern und sich um ihn kümmern. Ich weiß, aber das arme Tier tut mir leid. Wenn wir uns auf Nils verlassen würden, wäre es schon längst verhungert. Juhu! Dir recht.
Dir werde ich's zeigen, Golilja. Oh. Martin! Komm da raus! Ich werde dich schon erwischen, Martin! Jetzt! Warum gibt es keine kurzen Predigten? Oh, ich bin so müde. Dein Dummkopfkrümel. Gib her, ich helf dir. Warum ist unser Nils nur so wild und böse? Ja, er ist träge und faul und in der Schule will er auch nichts lernen. Er ist ein solcher Taugenichts, dass man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen kann. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Er gehorcht mir einfach nicht. Ach, wenn Gott ihm doch die Bosheit austreiben und ein anderes Herz geben würde. Er wird eines Tages noch sich selbst und uns ins Unglück bringen. Er war früher so ein liebes Kind. Als gar nichts. Komm raus, Krümel, komm! Und eine halbe Seite. Sehr lang. Gefunden? Ich habe ihm heute Morgen nach dem Frühstück gesagt, dass ich diesmal nicht bereit bin, ihm wieder nachzugeben. Er geht heute mit uns in die Kirche. Ja. Oh, du hast ja gar nichts zu essen. Du hast bestimmt Hunger, du kleiner Krümel. Komm her, ich gebe dir etwas. Das ist Nils Aufgabe. Ja, ich weiß. Aber deswegen kann ich den armen kleinen Kerl doch nicht verhungern lassen. Es ist immerhin ein Lebewesen. Wir haben Nils den Hamster geschenkt, damit er endlich lernt, Verantwortung zu tragen. Er ist für das Tier verantwortlich, also soll er ihn auch füttern und sich um ihn kümmern. Ich weiß, aber das arme Tier tut mir leid. Wenn wir uns auf Nils verlassen würden, wäre es schon längst verhungert. Aha! Das geschieht dir recht! Oh.
Dir werde ich's zeigen, Golilia. Oh. Martin! Komm da raus! Ich werde dich schon erwischen, Martin! Jetzt! Bleib stehen! Jetzt hab ich... Aua! So. Martin! So. Martin! Bleibst du hier? Vater! Komm her, Nils. Wo warst du, Junge? Wir haben dich überall gesucht. Vater, lass mich los! Er hat mal wieder den Gänserich Martin über den Hof gejagt. Nils, tu mir bitte den Gefallen und geh sofort ins Haus. Wieso denn, Mutter? Ich verstehe gar nicht, warum. Was habt ihr denn, Vater? Das fragst du noch? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst die Tiere nicht quälen? Was habe ich denn Schlimmes getan? Ich habe doch nur mit Martin gespielt, Vater. Ich habe doch nur... Es reicht, Nils. Lass mich los, Vater. Lass mich los. Bitte, Nils. Bitte, Vater. Lass mich endlich los. Wenn wir uns jetzt nicht gleich auf den Weg machen, dann kommen wir zu spät. Die Glocken läuten schon. Ich habe wirklich nichts getan. Ich habe ganz bestimmt nichts getan. Ich habe doch nur gespielt. Spielen nennst du das? Geh mit deiner Mutter ins Haus. Ich rede später mit dir. Ich will aber nicht. Ich bitte dich, Nils. Komm jetzt. Nils, was hast du vor, Junge? Nils! Lass mich los, Mutter! Ich gehe nicht Nils, in die Kirche! Ich will nicht! Du bleibst hier! Ich will nicht mit euch in die Kirche! Ich will nicht! Ich will nicht! Ach, Nils! Wenn wir jetzt nicht losfahren, dann ist es zu spät. Warum hat er sich nicht umgezogen? Weil er... Er will nicht mit uns mitgehen. Du willst also wieder nicht mit Mutter und mit mir in die Kirche? Mhm, Vater. Na gut, Nils. Aber dann musst du mir eins versprechen. Sei brav und lies hier die Predigt des Tages. Ja. Aber gib wohl Acht, dass du ordentlich liest. Wenn ich zurückkomme, werde ich dich über jede Seite ganz genau ausfragen. Hol die Postille, Mutter. Ja. Die Predigt hat 14 und eine halbe Seite. Was? Wenn du fertig werden willst, musst du dich gleich dran machen. Und vergiss nicht, ich werde dich nachher über jede Einzelheit ausfragen. Ja, Vater. Nils, tu, was Vater sagt. Und gib Acht, dass du ordentlich liest. Ja, Mutter. Jetzt seid ihr wohl froh, dass ihr es so gut eingerichtet habt, dass ich über der Predigt sitzen muss. Schäm dich, Nils. Das war sehr hässlich von dir. Ja, Mutter. Auf Wiedersehen, Nils. Und mach mir keinen Kummer. Und draußen ist der Frühling schon im Gange. Jetzt reden sie bestimmt wieder darüber, dass ich ein Taugenichts bin. Wiedersehen, Nils. Und mach mir keinen Kummer. Und draußen ist der Frühling schon im Gange. Jetzt reden sie bestimmt wieder darüber, dass ich ein Taugenichts bin. Mm-hmm.
endlich kann ich Vaters Flinte nehmen und mit ihr spielen, ohne dass es mir jemand verbietet. Nils! Oh, Vater! Ja, ich... Oh. Aua! Bleibst du sitzen und rührst dich nicht von der Stelle, bis wir zurückkommen. Es ist mein voller Ernst, dass ich dich nachher abfrage, Nils. Ja. Und nimm endlich deine Mütze ab, Nein! Junge. Nein, es wird Zeit. Wenn wir jetzt nicht losfahren, kommen wir zu spät. Ich bin gleich soweit, ich komme. Hast du mich verstanden, Nils? Mhm. Und eine halbe Seite. Warum gibt es keine kurzen Predigten? Oh, ich bin so müde. Du bist ein Dummkopfkrümel. Ja! Juchhe! Jura! Ja! Jo! Juchhe! Aus dem Weg! Kirche. Es ist Sonntag. Ja, und morgen ist Montag und übermorgen ist Dienstag. Wie boshaft Nils doch ist. Ach, mach dir nichts draus, Ase. Du weißt doch, wie Nils ist. Den kann niemand ändern. Hast du den Jungen gefunden? Ich habe ihm heute Morgen nach dem Frühstück gesagt, dass ich diesmal nicht bereit bin, ihm wieder nachzugeben. Er geht heute mit uns in die Kirche. Ja. Oh, du hast ja gar nichts zu essen. Du hast bestimmt Hunger, du kleiner Krümel. Komm her, ich gebe dir etwas. Das ist Nils Aufgabe. Ja, ich weiß. Aber deswegen kann ich den armen kleinen Kerl doch nicht verhungern lassen. Es ist immerhin ein Lebewesen. Wir haben Nils den Hamster geschenkt, damit er endlich lernt, Verantwortung zu tragen. Er ist für das Tier verantwortlich, also soll er ihn auch füttern und sich um ihn kümmern. Ich weiß, aber das arme Tier tut mir leid. Wenn wir uns auf Nils verlassen würden, wäre es schon längst verhungert. Juhu! Aha! Das geschieht dir recht!